Moin, mein Name ist Nico der Profi und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ark Storytime. Das Ding ist, ich glaube, wir müssen reden, denn es hat sich ein bisschen was getan in der Base. Bleibt natürlich die Frage offen, warum hat sich einiges getan in der Base? Ich kann es euch erklären. Ich habe letzten Freitag, also jetzt am Freitag, aufgenommen und ich werde einfach die Videos nicht verarbeiten, die dabei rausgekommen sind, weil nicht großartig was passiert ist und das auch nicht unbedingt in dem Sinne ist, wie Ark Storytime angelegt war, beziehungsweise halt von der Qualität her, die ihr bereits gewohnt seid. Aber egal, fangen wir an, ein bisschen zu erklären, was passiert ist in den zwei Aufnahmen. Und zwar haben wir jetzt Brontos, zwei Stück. Warum haben wir zwei Brontos? Folgendes. Die sind einfach die ganze Zeit auf Paaren gestellt und dadurch kriegen wir die ganze Zeit befruchtete Eier. Und dadurch sammelt dieses Gerät, das ist die Hatchery aus der Mod S Plus, die ganze Zeit die befruchteten Eier auf, die wir jetzt hier sehen. Und das ist super, weil so kriegen wir die ganze Zeit Eier produziert für Kibbel. Die werden dann zwar ausgebrütet, ist aber völlig egal, weil ich keine Brontos züchten will und die können wir dann einfach für Kibbel benutzen, was mega praktisch ist. Das heißt, wir müssen dann auf jeden Fall nicht die Rex-Eier benutzen. Apropos Rex. Rex, da haben wir jetzt auch ein paar. Es stehen hier irgendwie ein paar außerhalb der Base rum, weil die Base ein bisschen zu klein ist. Ich hätte irgendwie gedacht, dass es ein bisschen größer ist. Passiert. Eventuell müssen wir nochmal hochgehen. Und wir haben auf jeden Fall jetzt hier zwei Rexe. Das ist quasi unser Zuchtpaar und ich habe die auch so benannt halt, ne? Je nachdem, wie viele Mutationen die haben. Eigentlich wäre es ideal, wenn die 0-0 Mutationen hätten. Haben sie aber leider nicht. Ist auch Lachs, weil ich glaube, im Singleplayer sind die Bosse gar nicht so schwer. Und das ist eine Mutation auf Hunger. Es ist egal. Wir haben halt die Mutation drauf. Wir versuchen auf jeden Fall noch die Mutation eben so hinzubekommen, dass da irgendwie Angriffskraft oder Leben raufgeht. I don't know. Kriegen wir schon hin. Das ist das Ach. Übrigens haben wir auch zwei Terzis jetzt, weil ich ein Low-Level-Terzi gesucht habe, um auch Eier zu produzieren. Allerdings war es so, dass die Terzi-Eier viel zu schnell ausgebrütet worden sind und ich die ganze Zeit Mini-Terzis rumlaufen hatte. Deswegen habe ich jetzt die Terzis aus der Eierproduktion rausgenommen. Zumindest aus der befruchteten Eierproduktion, denn die Hatchery sammelt nur befruchtete Eier auf. Ganz, ganz wichtig. Ansonsten ist euch noch aufgefallen, dass wir jetzt diesen jungen Herren, beziehungsweise junge Dame, diesen jungen Herrn hier haben, den Bari. Der ist jetzt Level 174. Hat mittlerweile, glaube ich, 30 Level oder sowas drauf bekommen. Das sind 32 Level, die er mittlerweile drauf hat. Und den haben wir uns gezähmt, damit wir ins Wasser können. Apropos ins Wasser können. Hier fehlt was in der Base, nicht wahr? Quizfrage. Quizfrage. Was stand hier immer? Also quasi hier so an der Wand. Richtig, Sandra ist dahingeschieden, denn es gab mal einen Kommentar, der gesagt hat, jo, geh doch mal mit dem Speedo ins Wasser, der ist voll toll im Wasser und so. Okay, wir halten mal kurz fest, der war ganz okay, ja, stimmt schon. Ich habe was vergessen, aber die Lazarus Shadow habe ich dabei, ich habe das Kibbel dabei. Also im Prinzip war das auch nicht falsch, dass der ganz gut im Wasser ist, allerdings war der mir ein bisschen zu unagil und dadurch konnte ich halt gewisse Dinos dann nicht töten. Also Megalodons einfach. Die haben ihn übelst rumgenervt und dann war ein Alpha-Megalodon da. Ich bin von meinem... Ja, komm mal her, kleiner Raptor-Freund, ich erzähle dir gerade eine kleine Geschichte und du bist schon tot. So, weiter geht's. Ich bin dann jedenfalls von meinem Spino abgestiegen unter Wasser, weil ich einen Basilo gesehen habe. Den wollte ich befreien aus einer Steinwand. Dann war auf einmal der Spino weg. Der Spino hat dann die ganze Zeit gekämpft gegen den Alpha-Megalodon und hat verloren. Ich bin nicht mehr reingeschwommen, weil ich übelst Angst im Wasser habe. Also bei mir kickt so die Angst auf jeden Fall richtig rein, wenn wir jetzt gleich unter Wasser gehen. Und dementsprechend ist Sandra S. jetzt nicht mehr existent. Die wurde von einem Alpha-Megalodon gekillt. Keine Sorge. Ich habe aber in den Folgen, die ich aufgenommen habe, beziehungsweise in Aufnahmen einfach mit dem Bari bei Alpha-Megalodons gekillt. Weil wir können mit dem Bari, was mega nice ist, und so im Wasser drehen und ziemlich viel betäuben damit, auch Alpha-Megalodons, was mega nice ist. So, warum habe ich jetzt aber einen Bari? Genau, habe ich schon gesagt, ein Basilo will ich mir eigentlich zähmen. Warum ein Basilo? Der kann ganz gut tanken und wird auch von diesen ganzen Elektroschock-Viechern hier nicht beeinträchtigt. So, wir hauen nochmal eben so eine Lazarus-Suppe drin in den Körper, dann können wir ein bisschen mehr aushalten. Ich meine damit Quallen, ne? Also der wird von Quallen nicht beeinträchtigt, das ist gut, wenn wir in die Höhlen gehen. Und im Prinzip suchen wir jetzt eigentlich einen Basilosaurus, den wir in der Folge mal zähmen können und Kunden so ein bisschen die unter Wasser will. Falls ihr euch fragt, warum ich diese geile Zuckerstange hier am Start habe, folgendermaßen. Das ist einfach ein Skin gewesen für den Knüppel, den man bekommt, wenn man den tiefsten Punkt der See erreicht. Der ziemlich low ist, ehrlich gesagt, weil ich dachte, irgendwie da kommt ein bisschen mehr. Naja, also sind wir jetzt auf jeden Fall unter Wasser und suchen jetzt mal für eine gewisse Zeit einen Basilosaurus, weil wir den, wie gesagt, brauchen können. Und hauen da vielleicht noch ein paar Megalodons mit aufs Maul hier. Einfach mal gestunt das Ding und tot. Und es geht halt mit Eifers aus super gut, dauert halt nur mega lange, weil die übelst ihr Leben haben. Ja, das ist auf jeden Fall die Unterwasser. Welt. Ich fühle mich schon um einiges wohler. Also ich könnte aber sagen, was ihr so von der Unterwasserwelt haltet bei Ark, weil das ist jetzt quasi, glaube ich, schon der tiefste Punkt in Ark. Das ist die Meeres... Bodenfläche, heißt das so? Das ist es dann halt im Prinzip, ne? Und dann hat man halt hier so ein bisschen die Klippen und das war's irgendwie. Kann auch sein, dass ich zu wenig davon entdeckt habe bisher und einfach noch viel krasser ist unter Wasser. Ich meine, einige Höhlen sind ja auch mega nice. Aber irgendwie hat mich das noch nicht so überzeugt. Da sieht die Oberwelt, nennt man das so, halt irgendwie schon nicer aus als das hier. Da haben wir auch wieder einen Alpha-Megalodon. Den machen wir einfach nochmal mit weg. Der hat 26k Leben. Das dauert zwar wieder übelst lange. Und hier geht's auch in eine Höhle rein, sehe ich gerade. Das ist aber keine Höhle, in der ich schon mal war, oder? Täusche ich mich?
Doch, das kann sein, dass ich mal in der Höhle war. So, Trick 17, einfach komplett gestunt den Macker und er kann einfach komplett gar nichts machen. Ich klicke den mal kurz weg und dann gucken wir mal, was in dem Loot drin ist von ihm. Ja, das war's mit dem Alpha-Megalodon. Der hat jetzt noch eine Tasche gedroppt. Haben wir irgendwas Krasses bekommen? Nö, 7 Level halt. Kann sein, dass da jetzt noch was drin ist. Allerdings waren hier gerade Anglerfische. Oh, da kommt noch eine... gut. Das finde ich jetzt persönlich übel spooky, ne? Abzuspringen und nochmal in die Tasche reinzugucken. Aber da könnte halt noch Loot sein und in der Regel bleibt der Baryonyx auch hier. Wir sind ja auch relativ schnell mit dabei. Nehmen wir mal mit. Ah, nice. Da haben wir die Spitzhacke wieder raus. Das ist doch sehr gut. Ich weiß nicht, warum ich die Pfeile drin gelassen habe. Reden wir nicht drüber. Das hier unten, die Höhle, die ich eben schon mal gesehen habe, den Eingang hier, da müssen wir auf jeden Fall auch noch rein. Und da war ich auch schon mal drin im Stream, als wir noch den Community-Server hatten. Das war eigentlich ganz witzig und da ist auch noch ein Alpha-Mosser drin. Das weiß ich auf jeden Fall. Der bewacht, glaube ich, soweit ich weiß, das Artefakt. Hier sind noch Siliziumperlen, aber ich glaube, wir brauchen aktuell keine und selbst wenn, wüssten wir ja, wo wir welche finden würden. Also von daher alles gut. Kannst du bitte wieder in Render-Reichweite kommen, weil ich weiß nicht, was ist hier gerade... Da ist er wieder. Ist das ein Riesenvieh? Da müssen wir dann mal das Level rauskriegen, weil sonst könnten wir doch den zähmen. Ich weiß aber halt nicht, das ist jetzt das Problem, dass ich das erste Mal unter Wasser bin, so wirklich. Ah, das ist sogar ein Alpha-Mosser. Digga, 66.000 Leben. Ich glaube, wir müssen mal ganz kurz los. Ich glaube nicht unbedingt, dass ich mich jetzt mit einem Alpha-Mosser anlegen sollte, der irgendwie 66.000 Leben hat. Ich weiß nicht, ob der hier hochkommt und mich dann halt komplett wegmachen möchte. Das ist halt das, was ich meine. Ich finde die Unterwasserwelt übelst spooky einfach. Ich meine, hier ist ja noch okay. So, hier passiert halt nichts. Hier ist ein bisschen Öl. Hier sind ein paar Quallen. Dann kommen wir Megalodons an. Der Alpha-Mosser macht mir Angst. Was ist denn da noch neben ihm? Da ist ja noch so was Riesiges. Oh, da ist noch direkt ein Basilosaurus neben Level 60. Okay, ich habe gerade mal den Dododex gefragt. Der würde tatsächlich nur Level 89 werden, wenn wir den Basilo jetzt da zähmen würden. Warte mal. Ist der so schnell oder haben wir jetzt zwei davon? Einer ist hier vorne und einer war gerade da. Jetzt machen wir die wahnsinnig. Wenn jetzt einfach gleich mal vor mir ist, dann ist aber hier vorbei. Der hat jetzt 7.000 Leben. Da ist jetzt der Mosser. Jetzt ist er wieder hier vorne und aber eben war da doch auch einer. Da kreist der mal von da nach da. Da ist noch ein... Ja, ich hab's doch gesagt. Was zur Hölle? Alpha-Mosser. 20... Das ist der Level 20er. Was ist jetzt mit dem hier? Ich hab doch gesagt, das sind zwei. Was sind denn hier zwei auf einem Haufen? Alpha-Mosser Level 90. Ja, nee, ist klar. Und ich wollte da gerade hinschwimmen und dem war sie... Oh Gott, oh Gott. Das sind ja nur die Viecher. Männlichster Moment im ganzen Let's Play. Okay, ich habe nochmal recherchiert. Ich habe nochmal Recherche betrieben sozusagen und gegen Alpha-Mosser. Also wie dumm bin ich auch, dass ich überhaupt daran denke, mit einem Bari jetzt hier gegen Alpha-Mosser vorzugehen. Soll wohl keine gute Idee sein, habe ich jetzt gerade gelesen. Dann schauen wir einfach nochmal weiter. Ne, der Basilo, den lassen wir jetzt einfach mal in Ruhe. Der will dann scheinbar heute nicht gezähmt werden von uns. Ne, was geht hier bei euch ab? Ist jetzt hier Megalodon-Parade, sagen wir, oder was? Was schwimmt denn da jetzt vorne? Ach, guck mal an. Da ist noch Sandra. Vielleicht können wir da nochmal eben hin. Da ist Sandra gestorben. What does the water say? Can I jump off? I think I can. Wissen ja viele auch nicht. Ich bin einfach auch bilingual aufgewachsen. Merkt man auch gerade an meinem Oxford-Englisch. Da ist tatsächlich ein Sarkosarsegel in grün. Das ist ganz nice. Oh, was ist das denn? Wieder ein Wasser? Nee, ein Plesio. Weg. Geh weg. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich verstehe es nicht. Wollte er jetzt nur einmal guten Tag sagen? Oder was war jetzt seine Aufgabe? Ich kann Megalodons nicht mehr sehen, ne? Vielleicht, aber nur vielleicht. Sollten wir uns so ungefähr merken, wo wir sind? Damit wir den vielleicht als erstes mal zähmen können. Weil der Bari würde uns zwar helfen, dann die ganzen Mantas bei einem Basilo zu stunnen, damit wir den dann einfach zähmen können. Aber der Plesio... Ich weiß nicht, ob der gut ist und ob das Sinn macht. Aber vielleicht ist das gar nicht so verkehrt, jetzt erstmal auf den Plesio zu gehen. Ich kenne mich auch unter Wasser noch gar nicht aus, so. Und wenn der schon mal schneller ist und mehr Leben hat und mehr Angriff vielleicht auch hat, mal sehen. Das war meiner Meinung nach ziemlich genau hier. Ich habe den Bari wieder dabei, bin diesmal mit dem Magentaris hergeflogen, damit es schneller geht. Ich habe soweit alle wichtigen Werkzeuge aus dem Inventar rausgenommen. Falls ich sterben sollte, ist das nicht so tragisch. Wir ziehen mal wieder den ganzen Scuba-Kram auf. Digga, ich hab ernsthaft jetzt... Da habe ich doch jetzt auch mal an den Sauerstofftank gedacht. Wir nehmen nochmal so ein Süppchen. Sollen wir, glaube ich, länger mit atmen können. Kein Plan, ob die jetzt was bringen, wenn wir sowieso die Scuba anhaben. Aber ich glaube, eigentlich sollten uns auch dann, wenn wir ohne Dino schwimmen, die Viecher nicht so schnell erkennen. Auf jeden Fall habe ich, wie gesagt, alles da gelassen. Was wichtig ist, wir können von hier aus super schießen. Ich hoffe, das geht auch so. Also ich hoffe, mein Plan geht auf. Laut Dododex soll der Plesiosaurus gar nicht so schlecht sein. Kein Plan. Wir schauen einfach mal. Ich habe auch den, habe ich den Sattel dabei. Junge. Ich habe den noch im Dingens liegen. Ich werde bescheuert, ey. 6.000 Leben. Ich muss nur aufpassen, dass ich den nicht kaputtballer mit der Armbrust. Oh, der wird ganz schön aggressiv, du. Verdammt.
Ah, was willst du denn jetzt? Ich möchte den Plesiosaurus sehen. Geh bitte weg. Wir haben nichts zu tun miteinander. Du bist einfach Megalodon. Der nervt. Stirb. Ja, 405 Torpo hat er gekriegt nach 2 Schüssen von 10.000. Das ist doch ganz ordentlich. Wir versuchen einfach mal weiter reinzuschießen. Und wenn der gleich wieder ankommt und ihn nicht treffe, zum Glück habe ich 100 Pfeile gemacht. Digga, was ist denn dein Problem? Hier ist gerade nicht deine Zeit ist gerade gar nicht da, Alter. So, wir sind hier mit dem Plesiosaurus beschäftigt und nicht mit dir. Also ich muss sagen, als der auf mich zugeschwommen ist, hat mir das Ganze noch besser gefallen, weil irgendwie, was macht denn der jetzt? Joa, wenn das so weitergeht, kriege ich den Torpor auf Fries Torpor nicht voll. Oh, ich glaube, ich muss hoch. Oh, ich glaube, ich muss hoch. Digga, ich muss hier weg. Wo ist denn der jetzt? Wo ist denn der? Ist der unter mir? Der will mich doch komplett rollen. Der holt gerade Anlauf. Ich schwimme noch. Es sind sogar zwei da gerade. Eieiei. Noch hat er mir keinen Damage. Wo ist er denn jetzt? Warum ist denn der jetzt so böse auf einmal? Der auf einmal kommt der ganz schnell hoch. Das ist aber nicht gut. Ich fühle mich gerade wie Mr. Trashpack in dem einen Video, Alter. Ich schwitze so heftig weg gerade. Ist so heiß heute. Das nur mal am Rande. Oh, das sieht ganz gut aus jetzt. Hälfte Torpor haben wir auch voll. Wenn er so jetzt hier bleibt, das ist doch schön. Da können wir uns doch mit anfreunden. So, ich packe gerade mal 11 Kibbel rein. Der braucht angeblich braucht er nur 7. Und dann aber auch nur das andere Kibbel. Oh, der ist mutiert. Das sieht ja nice aus. Also eine Stufe darunter quasi. Also wir hatten ultra viel Glück gerade, dass der einfach hochgeschwommen ist. Mega gut. So, da haben wir ihn. Den guten. Komm mal, bleib da. Oh Gott. Eieiei, bist du hässlich. Alter, bist du hässlich. Heilige Mutter Maria. Das kannst du ja auch keinem anbieten. Ja, nee, nicht mich angucken, bitte. Das kannst du hier keinem anbieten, du. Anglerfisch, komm her hier. 309 Schaden, ich mach euch weg. Ja, war eine 10 von 10 Idee auf jeden Fall, den zu 10. Komm mal, du willst dich mir anlegen? Wart, du stirbst jetzt. Gut, mit den Quallen lege ich mich erstmal nicht an. Da weiß man immer nicht genau. Gibt es irgendwie eine Taste so zum Hochschwimmen? So als, also, so, wisst ihr, wie ich meine? Dass man so, das sind, die Soundeffekte gab es übrigens gerade dazu. Kein Problem. Ihr wisst, was ich meine. Kann mir das mal jemand... Also, mein Eindruck ist schon mal eine ziemlich coole Sache. Ey, nein. Ach, wir bleiben drauf. Hahaha, wir bleiben drauf. Tschüss. Aber die machen zu viel Damage hier. Was soll das denn jetzt? Aber wir bleiben drauf. Jetzt... Oh, nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Hä? Was geht in diesem Spiel ab? Was macht der unter Wasser? Was wollte der Alpha da? Was? Es gibt Sachen, jetzt löst er sich auf. Alpha-Monster, gibt es nur Alphas davon eigentlich? Level 45. Oh Gott, meine Herren. Ihr seid auch überall, ne? Die machen halt zu viel Damage für mich gerade. Kann ich von hier aus schießen? Nö, natürlich kann ich jetzt von einem Plesio nicht mehr schießen. Wo sind denn jetzt hier diese Tingle-Tangle-Bobs hier? Wir gucken mal, wie viel Leben der hat. 86.000. Also ich glaube, da bräuchte ich... Ich bin mir nicht sicher, aber ihr könnt es mal in die Kommentare hauen. Ich glaube, ich brauche halt ein paar mehr Dinos oder so. Oder einen deutlich stärkeren, damit ich den halt besiegen kann. Mega gut. Also ich feiere schon mal auf jeden Fall, dass wir den uns hier gezähmt haben. Der wird auf jeden Fall nochmal nützlich sein. Der muss jetzt erstmal ein bisschen Leben regenerieren. Hat jetzt mittlerweile fast 10.000, weil ich noch drauf gelevelt habe. Und damit können wir auf jeden Fall dann mal schneller hier das ganze Gebiet erkunden. Ich weiß nicht, warum die ganzen... Ach komm, hör auf, ich komme damit nicht rein. Doch, komm. Wurden hier in die Bucht stellen. Ich kriege den halt nicht in die Bucht gestellt. Das ist ein bisschen schade, weil ich weiß jetzt nicht, wie ich den... Ich hätte noch nie ein Wasser-Dino. Ich habe halt keinen Plan, wo ich den am besten jetzt abstelle, damit der nicht stirbt, weil da irgendwie ein Ding ins Rang geht. Ich kann den doch bestimmt hier so stehen lassen, oder? Der kriegt ja kein Leben abgezogen oder sowas, richtig? Was halt mega weird ist, aber ich möchte halt nicht, dass er irgendwie von einem blöden Megalodon angegriffen wird. Ich würde ihn gerne da hinten in der Bucht haben, wo auch schon unser Floß steht. Das wäre halt mega praktisch. Ich würde sagen, das war's dann erstmal für diese Folge. Wir gehen nächstes Mal auf jeden Fall wieder ins Wasser. Wir brauchen dann noch den Basilo. Und jetzt haben wir ja schon mal ein Plesio, mit dem wir uns ein bisschen besser da unten dann verteidigen können. Wir sind schnell unterwegs auf jeden Fall, was mega nice ist. Auf jeden Fall kannst du gerne ein Abo da lassen, wenn dir der Kanal gefällt. Ansonsten auch, wenn dir das Video gefallen hat, einen Daumen nach oben. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao.